Cola, wir bummeln mal durch. Guten Mittag aus El Palmar. Nicht die da bei Tarifa in der Nähe, sondern ein anderer El Palmar. Und zwar sind wir da irgendwie auf gut Glück hingefahren und es scheint ein schöner Surfspot zu sein. Es Wind, es gibt Welle und Kate geht aufs Wasser. Ich bin nicht so fit, deswegen bleibe ich hier und spiele Caddy für Kate und würde mal ein bisschen filmen. Los geht's! War mega, hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich war lange nicht mehr, ich glaube in Tarifa irgendwann das letzte Mal, vor 2 Monaten. Ja, aber war schön, dich zuzuschauen, zu filmen. Genau. Ich bin jetzt auch wieder fit, ich bin wieder dabei. Ja. Genau. Jetzt sind wir in Valencia, sind gerade nach Valencia reingefahren und dachten, wir bohlen mal hier durch. Haben einen Tipp von einem bekommen, der auch in Valencia wohnt, von einem Windsurfer. Gemeint, hier ist es cool, das ist so ein hippes Viertel, ist jetzt nicht die Altstadt, aber ein hippes, cooles Viertel und das schauen wir uns mal an, bummeln wir ein bisschen durch. Is this the last time I can see you in a while? Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings. And just like we got through everything else. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now, there's stormy weather. I see a tear begins to fall from your eyes. That you'll be leaving tonight.
Wir sind zurück bei Lowi. Herrlich war es. Wir haben so leckeren Kuchen gegessen. Das war der Nachholgeburtstagskuchen von der Woche. Hat echt wieder gut geschmeckt, ja? Ja. Und war nett. So, das ist echt so ein bisschen so ein Hipster-Viertel, was so. Naja, ein aufkommendes Viertel, würde ich mal sagen. Viertel. Also, das ist noch echt ein Durcheinander, aber da kommt stets, immer mehr irgendwie Leben und nette Kaffees und so. Und ja, war nett. Also, ja. Aber wir tun uns jetzt die Altstadt nicht an. Ist so weit laufen. Nee, Großstadt ist immer, da muss man irgendwo parken und da ist nicht so lustig. Wir fahren jetzt wieder weiter ins Wasser. Da steht Lowi geparkt übrigens. Oder? Dahinten brennt schon richtig. Also es wird richtig Zeit loszugehen. Es stinkt auch echt nach Feuer hier jetzt. Lowi geht's zum Glück gut. Wir hatten schon aus der Ferne Angst, der Rauch kam direkt aus. Genau Lowis da, Richtung, wo Lowi geparkt hat. Dass er in die Luft gegangen ist oder so. Aber er steht super da. But I see you. Was wir immer machen, wenn wir irgendwo in der Großstadt sind, wo wir uns nicht sicher sind mit Parken, alle Bretter legen wir in den Bus und hier vorne machen wir so eine Stahlkabel lang, einmal durchs Lenkrad mit einem Schloss rum. Das heißt, man kann, wenn man die Türen aufmacht, kann man die Türen nicht aufmachen. Auch nicht auf. Und auch wenn man das Fenster einschlägt, man kann die Tür dann auch nicht aufmachen, dann muss man echt das Ding durchzwicken. Ist auf jeden Fall Sicherheit. Ja. Wenn sie rein wollen, kommen sie rein, aber... ja, so ist es auffälliger. So schwierig wie möglich machen. Fällt mehr auf für andere Leute. Ja. Neuer Tag, neuer Start. Wir sind in Penis-Cola, nicht Penis-Cola. obwohl, ich glaube, die Name haben sie schon kommerziell genutzt. Ja, ich war hier mal, ich weiß nicht, wie alt war ich, 14 oder so mit meinen Eltern. Und da sind wir auch da durchgebummelt und in den Souvenirläden war alles in Penisform einfach. Ja, das gucken wir mal, ob das immer noch so ist. Ja, Penis. Aber es ist auch ein nettes Dörfchen. Penis und Cola, wir bummeln mal durch. Ja. Zurück bei Lowi. War richtig süß, das Städtchen. Ne? Wie fandest du es? Schön. Richtig. Aber weißt du, was mir gefehlt hat? Du hast mir Penisse versprochen, es waren gar keine Penisse da. Nee, es gab gar nichts. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben sie nicht gut verkauft, deshalb gibt es sie nicht mehr. Schätze ich mal, weil damals war echt, da gab es in Souvenirs Flaschenöffner in Penisform und Gießkannen als Penis und keine Ahnung, alles. Ich hätte dir gerne ein Souvenir gekauft. Nee, danke. Nee, war echt schön. Hat mich erinnert an irgendwie so ein griechisches Dörfchen. Richtig schön. Am Hang. Ja. Echt richtig nett. Und wir haben sogar was gekauft. Wir waren in so einem Buchladen, so ein Secondhand, so ein süßes kleines Buchlädchen, ein Kinderbuch. Zum Spanisch üben. Ist für 8-Jährige. Schauen wir mal, ob das schaffen. Ich habe schnell mal durchgeblättert. Mit einer Aufgabe, aber so lernt man eigentlich auch ganz gut, denke ich. Ja, schreiben einfach mit Bleistift dazu. Ja. Was wir nicht wissen, übersetzen, dazu schreiben und ja. Weil die Basiswörter so
kennen wir, aber es ist noch sehr gering, ne? Sehr, sehr gering. Ja, und es wird gut auch mal ein bisschen so da. Jetzt machen wir Kaffee für die Fahrt und dann geht's eine Stunde weiter ans Epo-Delta. Wir sind hier am Epo-Delta angekommen. Es ist traumhaft schön hier. Wir stehen mit unserem Bus direkt am Strand auf so richtig hartem Sand. Auf dieser Seite ist eine Lagune. Da waren wir gestern richtig schön wingen. War Hammer. Und wenn ich mich umdrehe, hier ist Meer. Da war Kai vorhin schon surfen. Also Hammer, perfekt. Besser geht's nicht. Und auf dieser Seite bin ich. Hi. Ja, auf der Seite ist Kai in Lowy. Das Ganze hier ist Naturschutzgebiet und das ist auch gut so, damit die Natur erhalten bleibt. Hier sind nämlich überall Flamingos und ganz viele Tiere. Und genau, deshalb ist es wichtig, dass man hier nicht stehen bleibt, sondern wegfährt. Wir sind 15 Minuten in so ein Dorf gefahren, da gibt es sogar einen Wohnmobilstellplatz umsonst. Da haben wir super geschlafen, war schon ruhig. Und da können wir auch noch Toilette entsorgen, leeren und ja. Wasser füllen und so. Ja. Genau. Nett hier. Schön. Schön. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Da sitzt sie. Da sitzen wir genau auf dem Steg. Ja. Herrlich, genießen das letzte Sonnenlicht. Genau, heute war es mal wieder bewölkter und dann muss man jeden Sonnenstrahl ausnutzen. Ja. Und es ist herrlich hier. Wir sind jetzt schon 4 Tage hier, glaube ich, ja, auf dem Epo-Delta und es gefällt uns richtig. Wir sind jeden Tag am gleichen Ort oder am gleichen Strand, aber es tut mal einfach gut, auch runterzukommen. Und es ist einfach Hammer hier. Auf dieser einen Seite waren wir heute Morgen schon wieder surfen und surfen und morgen können wir hier auf der Lagune wieder wingen, da soll Wind kommen. Also
besser geht's nicht. Ja, und das nächste Reiseziel ist auch schon geplant. Ja, aber das erfahrt ihr dann. Erfahrt ihr dann? Ja. Bleibt noch eine Überraschung. Ah, okay. Machen wir es so. Also, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin es auch. Ja, total. Und wir sehen uns dann mal wieder. Ja. Tach, tach. Doi, doi.